einer Schwester oder des Bruders, deren Satz der von meinem Vater oder jemand anderem noch gesagt worden wäre. Ich habe einen Bock geschossen. Diesen Satz trug ich mit mir durch das Leben, ohne mich die längste Zeit nach seinem Sinn zu fragen. Er beschwerte mich nicht, dieser Satz, eigenartigerweise vergaß ich ihn aber auch nicht. Irgendeinmal als Erwachsener verstand ich ihn, ging mir der Sinn dieses Satzes auf. Ich habe immer geglaubt, eine schöne Kindheit gehabt zu haben. Bevor mir einer der vielen Bombenangriffe einfällt, erinnere ich mich der verstaubten Brennesseln am Flussufer der Mur in Graz, die den Sommer heiß und alt machten. Nie gingen wir in diesen Fluss baden. Ich war nicht unglücklich. Ich war ein Kind. Ich war bewusstlos glücklich in Graz. Fühlte mich wohl in der Fremde, die für mich zur Heimat wurde. Wir wurden Katzelmacher, Spaghettifresser. Ich verlor meine Freunde, erinnerte sich mein Bruder, der noch nicht 15 war, als wir ins Dritte Reich auswanderten. Alle seine Freunde habe er in Meran zurücklassen müssen. Auch seine Lehrstelle, auf die er nur 10 Monate hatte stolz sein können, obwohl er ganz am Anfang vielleicht sogar ein wenig begeistert gewesen sei von der Aussicht, reisen zu können, in eine fremde Gegend unter ganz andere Menschen zu kommen, ganz anderes als bisher erleben zu können. Und versprochen sei ja vieles geworden, wie das Blaue vom Himmel, das Paradies, aber zuletzt hätte er nichts mehr davon haben mögen und nur daheim bleiben wollen. Ich habe unter der Option nicht gelitten. Vielleicht unter den Folgen, von denen ich als Kind nicht wissen konnte, dass sie Folgen einer politischen Entscheidung meines Vaters waren. Und da wir nach dem Krieg wieder zurückzogen in die frühere Heimat, die für mich etwas Unbekanntes war, verlor ich auch meine Kindheitsfreunde aus der Fremde. Ich weiß heute nicht einen einzigen ihrer Familiennamen. Ich erinnere nur einzelne Vornamen und Kindergesichter. Und ihre Kindergesichter gibt es nicht mehr. Ich könnte keinen Freund aus meiner Kindheit wiedererkennen. Vielleicht bin ich an einem schon vorbeigegangen. Ich habe gefragt und mir erzählen lassen, denn nur wenigen Unwichtigen waren mir selbst im Gedächtnis geblieben. Aus Meran, aufgeschichtete Holzscheite an der Hausmauer, ein Brunnentrog, wo ich meiner Mutter und meiner ältesten Schwester beim Wäschewaschen zuschaute, die Finsternis des Hausganges, von wo ich einmal in der Nacht Schreie hörte. Aber auch mein Bruder hatte sich erst allmählich daran gewöhnen können, gefragt zu werden von mir, dem viel Jüngeren. Er war in seinen Antworten immer zögernd, wie ein Aufgeschreckter. Der Vater war kein Nazi und schon gar nicht ein Faschist, sagte mein Bruder. Aber wir waren damals 4 Kinder zu Hause und es gab für ihn nur Arbeit mit einem Parteibuch. Und sein Bruder, der Priester, hatte ihm geraten, er solle den Kopf ein wenig niedriger tragen. Mein Vater war kompromissbereit. Er wurde ein Mitläufer und ich so zum Sohn eines Mitläufers. Und so sind wir abgefahren. In Innsbruck wurden wir nahe der Servitenkirche in einem Gasthaus auf der Theresienkirche einquartiert. Und da habe ich den Anfang des Schreiens gehört, als mein Vater immer wieder diesen Satz hinausbrüllte: Ich habe einen Bock geschossen.
also die Idee, diese Ausstellung zu organisieren, ist spontan durch ein Gespräch mit Elisabeth von Ziegelauer entstanden. Elisabeth teilte mir mit, dass sie Hobbyfotografin ist und dass sie gern einmal auch ihre Bilder der Öffentlichkeit vorstellen möchte. Auf Einladung haben Louis Seiwald und seine Gattin dann vorgeschlagen, die Ausstellung zu erweitern, sodass heute das Autohaus in eine kleine Kunstgalerie umgewandelt worden ist. Es ist dies ein verspätetes Geburtstagsgeschenk an meinen Sohn Hannes. Der Margit und dem Hannes Moser einen ganz herzlichen Dank ausdrücken dafür, dass sie uns heute ja diesen heutigen Abend geschenkt haben. Es ist ein ganz wunderbarer Abend. Das Moser-Angebot der Woche. www.dasautohaus.it